Jo Freunde, es ist soweit, die neue Season 8 ist da und wir haben tatsächlich ein Piratenthema bekommen, richtig heftig. Außerdem hat sich noch der Shop geupdatet, ich habe ihn ja heute Morgen schon vorgestellt. Jetzt im Laufe des Tages hat er sich nochmal geupdatet und der Fischstäbchen-Skin ist wieder da, ein richtig nicer Skin. Außerdem hat er noch eine neue Variante vom Skin bekommen, so einen Piraten-Skin. Und wir haben auch noch einen neuen Gleiter, nämlich das Fernglas für 500 V-Bucks. Werde ich euch jetzt alles gleich nacheinander zeigen. Außerdem gibt es ja noch einen neuen Battle Pass, den ich natürlich auch wieder direkt an euch verlosen werde, sogar gleich 20 Mal, heißt also, ich hau gleich 20 Mal 1000 V-Bucks raus, die ihr hier gewinnen könnt, und alles, was ihr tun müsst, um die V-Bucks hier für den Battle Pass zu bekommen, ist einfach nur kurz in den Fortnite-Shop zu gehen und dort Snoxy als Creator einzutragen, und wenn ihr das gemacht habt, also Snoxy als Creator eingetragen habt, dann geht ihr einfach auf den Fischstäbchen-Skin und dann steht ihr hier unten, mit diesem Kauf unterstützt du Snoxy, davon macht ihr mir ein Foto mit eurem Handy und schickt mir das Foto auf Instagram zum Beispiel, auf Instagram heißt ich Snox als private Nachricht, und alle Leute, die dann bis heute Abend mir dieses Foto gesendet haben, wie sie hier Snoxy eingetragen haben, die können dann an dem Gewinnspiel teilnehmen und den Battle Pass heute komplett kostenlos gewinnen. Also falls ihr den haben wollt oder einfach 1000 V-Bucks extra haben wollt, dann tragt unbedingt Snoxy dort ein, geht auch ganz schnell und ihr könnt hier immer geile Sachen gewinnen. Heute halt gleich 20 Mal den neuen Battle Pass. Schickt mir das Foto, jeder, der mir das sendet, nimmt automatisch teil, selbst wenn ich die Nachricht nicht gelesen habe, keine Sorge, jeder kann da heute gewinnen. Außerdem fangen wir dann direkt hier mit dem heutigen Fortnite-Shop an. Ich zeige euch erstmal nochmal kurz das Fischstäbchen hier mit diesem Backpack dazu. Halt ein richtig geiler Skin. Es haben sich unendlich viele Leute gewünscht, dass dieser Skin wieder zurückkommt und er ist wieder da, weil er auch einfach mega geil ist. Also richtig, richtig cooler Skin, kann ich sehr empfehlen. Dazu hatten wir nämlich, glaube ich, auch noch die Hacke. Das ist die Stiefelstange hier für 500 V-Bucks mit diesem Sound und dazu noch die fliegenden Korallen, die so eine Melodie machen, wenn man mit denen durch die Gegend fliegt. Die singen so diese kleinen Korallen da für 800 V-Bucks. Auf jeden Fall auch ein ziemlich cooler Gleiter. Dann, wie heute schon am Morgen, haben wir noch weiter den bissigen Taucher, den kleinen Mampfer mit diesem Sound und den Laserbeißer drin. Alles ganz coole Skins. Ich würde sagen, mit denen kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Dann kommen wir schon zur rechten Seite. Dort haben wir erstmal den Gut-Schütteln-Emote drin. Für 800 V-Bucks, dann den Batik-Gleiter für ebenfalls 800 V-Bucks. Der ist schon etwas älter, den gab es ja schon mal, also habe ich mir aber nicht geholt. Ja, ich finde ihn okay mit diesen animierten Blumen hier, ist ganz in Ordnung. Dann haben wir einen neuen Emote drin, nämlich das Fernglas für 500 V-Bucks. Ich zeige es euch direkt mal. Okay, mit dem Skin ist das natürlich ein bisschen weird, weil normalerweise ist da eigentlich immer das Auge von den ganzen Personen. Nur bei ihm hier ist natürlich jetzt das Auge nicht an der Stelle. Ich kann es dir mal ganz kurz zeigen mit einem anderen Skin. Das ist vielleicht der einzige Skin oder fast der einzige Skin, mit dem das jetzt relativ wenig Sinn macht. Ich nehme mal hier zum Beispiel die Taucherin. Machen wir es mal ganz kurz damit. Ja, okay. Damit macht es auf jeden Fall ein bisschen mehr Sinn. Okay, sie hält es halt vor sich leicht. Okay, also auf jeden Fall ist hier so ein Auge und man steht auf dieser Kiste mit einem Bein. Ja, schaut ziemlich cool aus, der Emote gefällt mir, passt halt auch gut zur neuen Season. Ich werde ihn mir auch direkt mal holen. Ich finde, der hätte auch 200 V-Box kosten können, aber er ist schon ziemlich cool und passt halt auch. Genau, dann haben wir noch den Rückknacker drin, schon etwas älter, 1200 V-Box mit einem ziemlich hässlichen Backpack. Dann noch die Imperiumshacke mit diesem Sound. Und im letzten Slot die Pfadfinderin für 800 V-Bucks. Und ja, das war dann schon das heutige Shop-Update. Und wie gesagt, nehmt unbedingt am Gewinnspiel teil. Ich verlose heute gleich 20 Mal den Battle Pass. Heißt also, 20 Mal 1000 V-Bucks kann man hier gewinnen. Wenn ihr den haben wollt, ich werde das jetzt auch weiter die nächsten Tage immer machen, immer weiter den Battle Pass hier zum Beispiel verlosen, beziehungsweise V-Bucks für die neue Season hier. Also, falls ihr die V-Bucks heute gewinnen wollt, einfach nur Snoxy schnell als Creator eintragen und mir ein Foto davon schicken, wie ihr das gemacht habt. Und ja, dann könnt ihr das schon gewinnen. Also, ich denke mal, heute werden echt einige Leute von mir den Battle Pass kostenlos bekommen können. Also nehmt da unbedingt teil, wenn ihr heute die V-Bucks dafür haben wollt. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich werde euch den Battle Pass wahrscheinlich auch gleich nochmal genau vorstellen, mir das alles gemeinsam mit euch anschauen. Also falls euch das interessiert, sehen wir uns dann vielleicht ja gleich zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Tschüss!